So, herzlich willkommen zurück zu Gothic 3 und die geile Schlitzerei. So nenne ich das. Ich habe mir eure Kommentare angeguckt und habe... So, also erstmal, es hat... Ja, wir lecken hier erstmal, geil. Oh, wo bin ich jetzt? Ich habe mir eure Kommentare durchgelesen von letzter Woche und es war so brutal viel. Und es gibt einfach so viel zu tun und darauf einzugehen. Ich weiß echt nicht, wie ich anfangen soll. Ah, das ist ein Ripper. Ah, Feuerfall. Ja, da sind wir auch schon beim ersten Buch. Also, ich habe mir eure Kommentare... Ich komme hier gleich nochmal hin. Eure Kommentare durchgelesen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. 7 Punkte. Punkt, weil wir jetzt hier gerade sind, mit Fortreden. Hier gibt es einen Dude, den habe ich noch gar nicht gesehen. Als wenn das so einfach wäre. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln. Oh, ich weiß gar nicht, was wenn er macht. Wenn du genügend und was, Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Das ist der Händler, quasi, zeig den ich mir immer mal, gesucht habe. Aber klar doch. Zeig. Okay, ja gut, der war scheiße. Wie viel? Ich habe nur noch zwei. Oh, dann kaufe ich die mal. Ansonsten, Heiltränke zu teuer, mache ich selber. Ja, verkaufen wir. Ja, wir machen das jetzt mal so. Mehr kann ich nicht mit dem machen. Weil wir haben ja hier die Quest, von wegen, wie zufrieden die Söldner sind. Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Na, die Torwache da oben am Tor. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man ihre Sprache spricht, sind sie ganz umgänglich. Aha. Ich habe ja noch die Quest. Warte mal, die ist hier. Wie loyal sind die Orksöldner? So, und irgendwer fehlt mir da noch. Und ich dachte halt jetzt... Hör bloß auf mit der Scheiße. Hm? Ja, ich weiß nicht, was mir da jetzt noch fehlt, ehrlich gesagt. Okay, gut, den haben wir. So, ich streich das mal durch, ey, damit wir ein bisschen Übersicht bekommen. So, dann, wir brauchen mal wieder Pfeile, ja? Ich habe ja nur noch Feuerpfeile. Und, ihr habt aufgepasst, ich nicht. Der Jorik, der eine Ork hier, dem ich ganz viele Waffen bringen soll, der hatte übel viele Pfeile zu verkaufen. Allein, dass der Jorik heißt, ist schon mal ziemlich cool. So, ich kaufe mal alle. So, jetzt haben wir wieder Pfeile. Und... Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Hier gibt es einen Mühlenstein. Die Dinger. Und ohne Witz, die kann ich noch gar nicht. Also, ich habe auch früher viel Gothic 3 gespielt. Und zwar kann man die anheben, wenn man genug Stärke hat. Ich glaube, ich brauche 200 dafür. Und dann kriegt man Stärke. Das ist zu schwer für mich. Hat man gesehen. Okay, du kannst... Siehst du nicht, dass wir nee, du kannst mir Stärke beibringen, oder? Eins, zwei. So, jetzt habe ich 200 Stärke. Mühlenstein. Worauf wartest du dann noch? Jetzt bin ich gespannt. Oh, lol! Easiest Game of his life. Junge, ist der Hulk, Alter! Okay, 5 Stärke. Streich ich durch. What the fuck? So. Dann noch etwas. Es ist wirklich unfassbar viel, ne? Ihr habt ja auch so viel geschrieben, ne? Ich kann eigentlich nur weinen vor Glück. Steintafeln kaufen. Bei Basir... Ah, hieß er Basir? Hier die Assassine, die fette. Die fette Sau. Basir? Ja. Der hatte Steintafeln zu verkaufen. Und die bringen mir wohl 3 altes Wissen. Für 500 Gold. Und altes Wissen an sich brauche ich ja eigentlich nicht, weil ich ja nicht drauf gehe. Aber... Gegebenenfalls... Habe ich irgendwann mal genug, um schnelles Lernen zu lernen? You know? Oder vielleicht andere nützliche Dinge. Zum Beispiel... Tja, was gibt... Ja, guck mal, 50 altes Wissen. Mana-Regeneration? Na gut, 200. Ja, also, wir sind ja ganz gut dabei, gerade mit dem Gold. Und ich glaube, ich nehme die einfach mal mit. So. Ich glaube, es wird sich dann mit dem Spielverlauf noch zeigen. So. Das haben wir auch. Und jetzt Steintafeln, Jorik Pfeile kaufen, Mühlschein. So. Jetzt habe ich noch was. Und zwar hat jemand in den Kommentaren geschrieben, dass ich eine... Ich hatte ja, wo ich schwere Schlösserknacken gelernt hatte,
habe ich ja versucht, mir nochmal alle Metalltruhen in Erinnerung zu rufen, die ich stehen lassen musste. Und eine war bei Jacks Leuchtturm. Ja, da, ihr erinnert euch an die Banditen, die in der Nähe waren von seinem Leuchtturm. In jedem Gothic-Teil hat er Banditen an seinem Kackleuchtturm, ne? Voll der Lappen. Und da war auch noch eine Truhe. So, und während wir da hinrennen, kann ich über eine Sache reden, die ich ja an euch quasi, also ich habe ja erfragt, ob es okay ist, da ich das Spiel ja kenne, ihr aber ein paar von euch ja nicht, ob ich halt das so recht blindmäßig spielen soll, also sprich da nicht Ziel, obwohl ich es eigentlich weiß, zielgerichtet irgendwo hinzulaufen, so ein bisschen das Waage zu halten. Und ihr habt sehr einheitlich geantwortet, dass ich ruhig, wenn ich das Spiel kenne, die einzelnen Sachen halt gut angehen kann. Das ist wohl kein Ding. Ja, auch die das Spiel noch nicht kennen, aber hier schauen, haben geschrieben, ja, mach ruhig, ja, sonst verstellst du dich, das wäre ja doof. Und das merkt man dann und das ist nicht so cool. Und wenn du gezielt auf die Sachen zuläufst, dann kommt man auch besser voran. Und dann, wir haben ja da noch Erfolg, das ist dann auch für den Zuschauer cooler und so weiter. So, also werde ich das so handhaben. Ja, wenn ich etwas noch weiß von früher, werde ich das abusen. Allerdings werde ich gleich mit dem Rebellen mitlatschen nach Okara. Weil das schon eine schöne Story ist. Eine schöne Quest an sich. Ja, das ist schon, die Dialoge sind cool und dann der Weg dahin, das ist, glaube ich, cooler für die. Also ich werde mal gucken, dass ich so einen Mix mache. Aber generell, wenn ich etwas weiß, dann abusen auf Doom. So, vorletzter Punkt. Milchhof. Rechts runter. Ich hatte ja Probleme mit der einen Quest, ihr erinnert euch, mit den Rebellen und den Ork-Sklavenlagerwachen. Und, habe jetzt das Problem, dass ich ja nicht herausfinden kann, wer der Spitzel ist. Bei den... Guck mal, da ist ein Lagerfeuer. Habt ihr das gesehen? Bei den Rebellen hier im Untergrund in Montera. Aber ich habe wohl ein Rebellenlager noch übersehen. Und zwar hier. Und da kann man wohl auch, da draus finden. Hier sind auch Waffenbündel. Geil. War ja noch eins? Ja. Zwei. So. Mason. Du gehörst nicht zufälligerweise zu den Söldnern, oder? Scheiße, ihr habt die Rüstung. Wie bitte? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du mich doch bestimmt schon getötet. Lol, ich hab die Rüstung an, ich Idiot. Egal. Wer bist du? Ich bin Mason. Mason mittendrin. Ich hab mit meinen Leuten den Viehhof umzingelt. Wir warten nur noch auf das Zeichen, um loszuschlagen. Schön. Ja. Umzingelt? Wovon sprichst du? Wir Rebellen sind überall, musst du wissen. Auch wenn du uns nicht immer sehen kannst. Trotzdem beherrschen wir das ganze Tal hier. So, so. So, so. Laber mich nicht voll. Was zum Geier hast du vor? Erstmal knöpfen wir uns das Vieh vor. Wart's nur ab, das wird ein Spaß. Der Typ ist ja, die Härte, Alter. Welches Vieh willst du töten? Na, die fetten Kühe auf dem Viehhof. Wenn die Söldner nichts mehr zu beißen haben, werden sie sicher schnell aufgeben. Verstehe. Hm. Du hast doch voll mal... Wer wird euch das Zeichen geben, um loszuschlagen? Wir haben einen Spitzel in Montera eingeschleust. Er wird uns benachrichtigen, wenn der Moment gekommen ist, Montera einzunehmen. Okay. So, jetzt hier. Wer ist euer Spitzel? Wer ist euer Spitzel? Ich weiß doch gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Aber ich hab da eine Idee. Du hilfst uns bei der Sache mit den Kühen. Okay. Und ich sage dir, wie du Kontakt zu unserem Spitzel aufnimmst. Das ist ein guter Trade. Ich kümmere mich um die Kühe auf dem Viehhof. Was? Wirklich? Das wäre fantastisch. Du wirst sehen. Die Söldner werden bald aufgeben, wenn die Rinder tot sind. Wir werden sehen. Klar. So, wie soll ich denn das machen am besten? Die hassen mich dann doch voll. Wie kann ich die Kühe killen? Ja, ich tue erstmal die Pfeile ausrüsten. Noch was. Und zwar gab es eine sehr hitzige Diskussion über mein Bastardschwert. Und zwar ist das ja abgenutzt. Abgenutzt bedeutet, es macht weniger Schaden. Jetzt war die übelste Diskussion, ob das ein Anzeigebug ist, weil da ja Klingenschaden 80 steht, so viel wie... Aber ich weiß halt, dass abgenutzt lediglich
nur daneben steht. Der Klingenschaden wird immer gleich angezeigt, glaube ich, von dem Schwert. Also jetzt ein normaler Zweihänder hätte jetzt auch da 75 stehen. Es wird nicht da schon, zum Beispiel hier bei Wenzels Schwert, steht die auch gesegnet. Aber da in Klammern plus 10. Und das ist erst mit einem Patch dazu gekommen. Community Patch. Aber die haben das, glaube ich, bei abgenutzt vergessen. Da würde dann auch in Klammern hinterstehen, normalerweise, minus, ich glaube, 10. Also es gibt ein Lager, die meinen, abgenutzt bedeutet halb so viel Schaden. Aber dann hätte das Schwert ja niemals so viel Schaden gemacht. Zum Beispiel, ich hab doch nicht weniger Schaden gemacht mit einem Bastardschwert als wie mit einem Orkschlechter am Anfang. Ja, und der hat schon doppelten Schaden gegen Orks gemacht. So, also ich glaube, es ist minus 10. Würde auch passen, weil das Gegenteil von abgenutzt, ja, geschärft oder geschliffen oder so, Gesundheit, bedeutet plus 10 Schaden. Das muss ich unbedingt noch lernen. Wir haben ja generell jetzt überlegt, wie wir weiter vorangehen. Ich habe da nicht wirklich Vorschläge erhalten von euch. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen auf Schmieden gehen. Weil, normalerweise war das ja der Plan hier, Kampf mit zwei Klingen. Wobei, das hier wäre jetzt auch ein neues Schwertmeister. Ich glaube, das nehme ich noch mit. Aber das geht ja erst über ran zu lernen. Und bis dahin werden wir, glaube ich, uns das Schmieden ein bisschen... Weil Schmieden ist halt übel, Wolf. Ja, gerade wenn wir später auch als Nahkämpfer agieren. So, hier sind die Kühe. Jetzt ist nur die Frage... Am besten mache ich das nachts. Ja, ich gehe mal pennen. Ich will es mir halt nicht... Na, ist auch egal. So, Mitternacht. So. Oh, jetzt sehe ich aber echt wenig, ey. Okay, da ist auf jeden Fall eine Wache. Oh, hier ja auch, ey. Alter, wie soll ich die denn... Wie soll ich die denn wegmachen? Ich weiß halt nicht, ich speichere erstmal. Ich weiß nicht, ob ich die mit einem Schuss wegkrieg. Und ich weiß auch nicht, wenn ich die jetzt aus einer übelsten Range wegballer, ob die Söldner das mitkriegen. Weil das wäre ja eine Option, oder? Ja. Nö. Das haben die nicht mitbekommen. Ich kann mal den Pfeil hier einsammeln. Das haben die echt nicht mitbekommen jetzt, weil ich anscheinend zu weit weg stand. Obwohl die Kuh neben denen gestorben ist, das ist krass. Oder wenn ich jetzt mit denen rede? Jo, was geht? Brudi? Pass gut auf dich auf. Alles klar. Oh, zwei Milch. Ach, vielleicht rasiert er mir jetzt hier den Anus? Nö, okay. So, dann schlitze ich das Vieh jetzt ab. Okay, die dürfen das wohl... Die KI ist hier ein bisschen cooler. Die dürfen das einfach nur nicht sehen. Oder mich nicht sehen, wenn ich töte Kühe. Ich muss alle Kühe töten. Also das Vieh jetzt. Ich speichere mal zwischen. So, jetzt das Vieh. Zack. Ein schöner... Jawohl, das haut ab. Warte, warte. Ruhig, Jacqueline. Warte, ich scheuche das mal vom Hof weg. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Guck mal, wie das wegrennt. So, jetzt ist weit genug weg. Da haben wir ein mächtiges Die Wache hier Problem. Ist halt ein Problem. Ich glaub, ich will Wo ist denn das Vieh jetzt hin, Alter? Nicht, dass das mir jetzt die Quest versaut, wenn das nach Timbuktu rennt. Scheiße! Ja, das kommt schon wieder. So, jetzt guckt er halt hier genau hin. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Aber vielleicht erreicht die Reichweite. Ich hau das weg. Es interessiert die einfach nicht. Was geht bei dir? Hm? Die Kuh will nicht. So wie ich will. Zack. So, wo war jetzt hier die letzte Scheißkuh, Alter? Ist hier irgendwo weggeflitzt, Alter, durch die Böschung. Scheiße. Ja, ich habe jetzt ein paar Kühe weggemacht. Reicht das? Mason? Nee, scheiße. Ach du Kacke. Ich hoffe echt, die Kuh ist jetzt nicht... escaped. Ja? Das wäre Kacke. Aber, vielleicht wird die auch in der... Wenn das der Fall ist, in der Wildnis... Ach nee. Wenn man ja nicht... Wow. In Reichweite quasi ist. In Sichtweite passiert ja eh nichts. Oh, da ist eine Kuh noch. Ja, glaube ich.
Irgendwann ist doch das was gerade noch gefehlt. Okay, ich versuche das Vieh jetzt in den Kopf. Richtig, aber trotzdem. Nein! Das nicht so weit. Ja! Oh lol, die haben das gesehen! Oder? Alter, ich hab. Das war übel. 360 No-Scope, Alter. So. Scheiße, ey. Jetzt ist wirklich die eine Kuh abgehauen. Ich schlaf mal. Vielleicht sind das Vieh dann wieder da. Da ist schon jemand. Mann, was willst du? Schlafen, du Affe. Du, geh von meinem Bett weg. Ich geh pennen. Scheiße! Ich will selber pennen. Man muss eben aufpassen. Was ist denn? Oh, da, nice. Was kann denn schon groß so, bitte lass sie wieder da sein. Die war hier. Ist dann weggerannt. Ist Schweine, Schweine. Richtig, aber trotzdem nicht weiter. Die ist einfach durchgebrannt. Was ne Scheißkuh, die versaut die ganze Quest! Ich komme nicht über den Zaun. Hallo. Was kann denn schon groß passieren? Ich muss übrigens mal wieder Ausdauer und Leben lernen. So nebenbei. So, die sind alle tot. Oh, die kann ich nur looten. So eine dumme Scheiße, ey. Die ist einfach hier. Nein. Vor allem, warum ist sie so krass weit weggerannt? Ich meine, ich war doch gar nicht mehr in der Nähe. Shit. Ist hier irgendwo eine Kuh? Da ist ein Ripper. Es ist einfach Worst Case. Nee, ey. Scheiß Hase. Okay, vielleicht reicht es aber. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Boah, ist das dumm, ey. Die ist auf jeden Fall in die Richtung hier rechts. Da in die Richtung ungefähr. Mann. Eigentlich ist sie direkt in die Rebellen gerannt. Nein. Nein, ey. Kann es sein, dass das Spiel nicht möchte, dass wir den Kackspitzel finden, ey? Ich glaube, ich muss jetzt neu laden. Es ist dezent bitter. Rennt die Kuh einfach weg. 10 Kilometer. Was ist das, ey? Meine Sichtweiteneinstellungen sind auch so kacke dafür. Irgendwann ist auch das vorbei. So eine dumme Scheiße, ey. Ohne Witz. Trotzdem gefällt mir das ich ganz und gar nicht. Das ist so dumm. Vor allem habe ich dann schön dann auch noch gespeichert. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als nochmal neu zu laden. Es tut mir leid, Leute. Weil ich brauche ich die Quest denn unbedingt? Oder scheiße ich da drauf? Ich würde halt den Rebellenuntergrund finden. Ich würde den auffliegen lassen. Ich würde dadurch ein bisschen Ruf bei den Söldnern bekommen. Das wäre gut, um eine bessere Rüstung zu bekommen bei den Söldnern, weil ich das schneller dann dahin komme. Aber ist ja eigentlich total Latten. Ruf bei den Orks. Nicht Söldnern, Orks. Ist ja dann das. Weil Ruf... Erstmal bringt mir die Quest wahrscheinlich... gar keinen Ruf bei den Orks, sondern nur Ruf bei Montera. Ja, Ruf bei den Orks bekomme ich eher, wenn ich Rebellenlager, sowie Redok aushebe. Und außerdem will ich ja auch nicht Orks-Söldner werden. Ich will Assassine werden. Das heißt, ich will die scheiß Drecksrüstung jetzt auch gar nicht. Für den Anfang die jetzt, ja. Ah, dann scheiße ich da jetzt auch. Ich will das jetzt nicht neu laden und einer Kuh hinterherjagen. Ich bin doch nicht behindert. So! Letzter Teil vom Feedback. Die ganze Folge ist voll mit... Was? Vielleicht kommt die Kuh ja irgendwann mal wieder. Weiß ich nicht. Die ganze Folge ist voll mit... Jo, ihr habt Kommentare geschrieben, ich gehe drauf ein. Denn der letzte Punkt ist... Generell kann ich hier nicht leben und... Belia. Ja, ja, komm. Gib mir 20 Leben, Junge. Nice. Der letzte Punkt ist... Ich kann Akrobatik lernen. Ohne es zu lernen. Und zwar muss man, und das ist ja so hidden, das wusste ich selber noch nicht und fand ich übel geil, muss man von einer unfassbaren Höhe runterfallen oder springen und dann lernt man Akrobatik. Es gibt, glaube ich, im ganzen Spiel nur 2 Stellen, wo das möglich ist.
Und eine Stelle ist hier in der Nähe vom Druiden. Und zwar, wenn wir jetzt hier links reingehen, kommt irgendwann der Wasserfall. Ja? Und wenn man... Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau der ist. Oder bin ich jetzt schon vor... Also, das Kommentar war... Ist jetzt wieder ein bisschen risky, weil ich mich da aufs Kommentar verlasse, beziehungsweise dem Erstellen des Kommentars. Geh zum Druiden von Montera aus. Dann kommst du an einem Wasserfall vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht selber, der muss ja jetzt hier gleich kommen eigentlich. Und... Ja, ich glaube, hier kommt kein Wasserfall mehr. Dann war ich da schon. Nee, warte mal, M. Ich glaube, er meinte von da aus, weil hier ist Wasser. Warte mal. Hier gibt es irgendwo einen Wasserfall. Und von denen aus kann ich mich weiter orientieren. Ich glaube, von der anderen Richtung aus zum Druiden. Weil man kann ja von der anderen Richtung kommen, wenn man bei den Banditen lang geht. Ja, das wisst ihr jetzt gar nicht so genau. Es gibt ja von hier aus zwei Wege nach Montera. Wobei, nee. Na egal. Auf jeden Fall kommt hier jetzt irgendwo ein geiler Wasserfall. Ach, hier der Wasserfall. Ja, genau. Da ist ein fetter Wasserfall. So. Der soll links von mir sein. Und dann sehe ich vor mir wohl eine Steinformation. Ja, da hinten. Und da soll ich ganz hochklettern. Und dann vom... Holy moly Macaroni! Oh, jetzt flitzt er aber. Und dann vom höchsten Punkt. Okay, der ist schon weg. Vom höchsten Punkt ins Meer springen. Da bekomme ich dann. Warum habe ich denn gerade nur 30 Frames oder 40 in der Aufnahme? Schaffe ich den? Ich glaube. Ich kann ihn kiten. Nein, ich habe daneben geschossen, ich Vollidiot. Ich habe nicht gespeichert. Ich meine, das sind scheiß Schattenläufer, ich habe nicht gespeichert. Okay, ich mach's einfach wie ein... Lol, der will nicht. Oh, Mann, ich brauche besseres Aim. Oh Gott. Okay. Ja. Ja. Nein! Verdammte Scheiße! Nein! Ich bin bei der Dreckskuh. Ich hab die Kuh gefunden. Zufälligerweise, aber die andere rennt jetzt weg, Leute. Ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen nachspielen. Und das cutten für euch. Und da habe ich gerade die Kuh gefunden. Die lag da eben. Habt ihr gesehen? Scheiße, jetzt muss ich die da kriegen. Ich habe keine Ausdauer. Komm ran, Mädel. Oh ja, Abkürzung. Nein. Das ist ein Stein. Ich weiß nicht, wo mich jetzt die Dreckskuh hinführt, Alter. Kann irgend Tier die jetzt mal töten? Nein. Scheiße. Warum ist eine Scheißkuh schneller als ich? Was soll die Kacke? Komm her jetzt. Bitte. Das gibt es nicht. Hinter mir ist irgendwie ein ganzer Hühnerstall her. Ich fick die Kuh. Das ist einfach ein Wettrennen ums Leben. Das ist die lächerlichste Folge ever. Du drei Scheißdreckskuh, Alter. Ich zer... Oh! Dieses elendige Mistvieh. Alter. Der Oberschild wäre jetzt, ich würde an dem Vieh sterben. Geh aus dem Weg, du Scheißhirsch. Alter, hätte ich nur einen Mikropenis mehr. Alter. Ich probier's jetzt mit Schattenläufer. Wo ist die Kuh hin? Dies! Durch den Baum gepackt, die scheiß Dreckskuh! Da! Komm her! Ja! So, Leute. Ich hab die Kuh getötet. Alter, ich habe das jetzt für euch zusammengecuttet. Ja, habe ich jetzt gerade entschieden. Eigentlich werde ich es noch zusammencutten, aber ist auch egal.
Auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr. Das ist die. Ja. Alter, Leute. Da, diese Folge ist auf so vielen Ebenen gerade dumm und scheiße. Mann, haltet euer du? Maul, ich will einfach nur jetzt pennen. So. Also, eigentlich hatte ich jetzt vor. Ich speichere jetzt erstmal. Eigentlich hatte ich jetzt vor, das zu cutten bis zu dem Punkt, wo ich dann wieder da hinter den Ruinen bei der Kacke bin. Halt dein Maul. Aber jetzt, dann wollte ich halt alles bis dahin so machen, wie ich es gemacht hatte, sprich die Kühe töten. Treffe auf die eine Kuh da hinten. Ja, jetzt habe ich die Quest. Schön. Gut. Schön. Ja, dann rennen wir jetzt gleich noch zum Druiden. Aber das schneide ich auch. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Zeichen bekommen. Na dann mal viel Spaß dabei. Hey, willst du deine Belohnung nicht haben? Hier, hast du ein paar Goldmünzen. Nice. Ich will aber eher wissen, wer der Spitzel ist. Wer ist euer Spitzel? Er hat sich unter die Söldner gemischt. Wir haben ein Passwort. Es heißt, es lebe Okara. Wenn du ihm das sagst, wird er dir vertrauen. Krasses Passwort. Oh, da liegen noch drei Waffenbündel. Es lebe Okara? Wer ist denn auf den Unsinn gekommen? Das war meine Idee. Toll, was? Okara ist unser Hauptquartier im Norden von Monterra. Oh. Was eignet sich besser als Passwort als das? Tolles Passwort. Dann könnt ihr ja gleich durch die Stadt rennen und rufen, hallo, ich bin ein Rebell. Kommt und tötet mich. Yeah. So habe ich das noch nie gesehen. Idiot. Okay, die nehme ich noch mit. Folgendes, dann gehen wir jetzt erstmal den Spitzel suchen. Machen wir jetzt noch heute. Und dann setzen wir in der nächsten Folge da hinten bei der Scheiße an. Boah, ey. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach auf so vielen Ebenen dumm. Das ist... Wie kann eine Kuh einen so hart outplayen, ey, wirklich. So. Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer, ey. So, ich weiß ja, wer es ist. Ja, ja. Ist nämlich er hier. Zack. Ich lebe Okara. Es lebe Okara. Du Mistkerl. Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede! Die Spatzen, du bist ja ein Spitzel der Rebellen. Du bist ein Spitzel der Rebellen. Und wenn es so wäre? Töte ich ihn, ne? Oder? Als wenn das so einfach wäre. Moment, ich bin Assassine vom Mindsetting her. Kann dir doch egal sein. Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Verdammt, wir müssen unsere Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Ich kann nur für uns hoffen, dass du auch für den König bist. Warum nicht? Okay, wenn ich mich zwischen Zusammenarbeit mit Rebellen und gegen die Rebellen, dann entscheide ich mich gegen die Rebellen, weil Assassine ist ja, ne, mit den Orks und Söldnern dicke. Also stirb. Ich werde dich töten, du dreckiger Rebell. So sei es. Jetzt wirst du bluten. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich steche ihn tot. Oh. Ich denke, Leute, es gibt ja einen Kampf. Ach, gute Attacke. Danke. Gute Attacke. Oh. Das hat gesessen. Ja. Und weg mit dir. Boah, der hält ja richtig aus. Zack. Und weg. Falltreffer. Eine gute Zack. Attacke. Danke, ey. Der Ork ist ein richtiger Fanboy, Alter. Zack! Outplayed, outsmarted, still the main! Lass dir das nicht bieten! Alter, zieht er mir viel! Falltreffer! Egal, ich hab ihn. Wenn ich ihn noch einmal. Eine gute Attacke! Okay, ich brauche nur noch einmal. Eine gute Ja, ich hab ihn, glaube ich. Ja, in den Staub mit ihm! So, jetzt ist die Frage. Da ist nichts zu holen. Töte ich ihn? Brief von Sanford erhalten. Töte ich ihn? Ich glaube, ich töte ihn. Ja, ich töte ihn. Ruf bei den Orks plus 3. So sieht's aus. Kann ich das bei ihm jetzt irgendwie... Oh, wegen der Söldner. Wegen der Söldner. Ha! Ich kenne den Verräter unter deinen Männern. Wer ist es? Sanford, der Lagermeister. Er steckt ja, mit den Rebellen unter einer klar, Decke. Das war das Sanford, Finale der Quest. Nicht zu glauben. Da ging's ja Hast du einen Beweis dafür? Ohne einen handfesten Beweis ist das nur eine dreiste Behauptung. Ich habe einen Brief. Ich habe ihn nämlich schon getötet. Sieh dir diesen Brief an. Er ist von Sanford an die Rebellen.
Alter. Alles richtig gemacht. Verdammt. Ich werde den Verräter Sandford aus dem Weg räumen müssen. Doch wenn ich es mache, wird das die Moral der Truppe nicht verbessern. Hier, diese Belohnung hast du dir verdient. Sandford, der Lagermeister ist tot. 2000 Gold. Sehr bedauerlich. Aber es ist besser so. Gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Nochmal 500. Krass. Okay. So. Jetzt ist die Frage, wie wir... Genau, wir wollten auch schmieden gehen. Wir... Also ich will auf jeden Fall schleifen. Also Klinge schärfen müssen wir auf jeden Fall. Schmiedekunst habe ich 11. Du bist doch ein Schmied. Und du hast doch... Guck mal, der hat ein Bastardschwert. 16.000 Gold. Aber ich kann das selber schmieden. Ich habe doch sogar das Rezept, oder? Du weißt genau, woher und so. Nee, Breitschwert. Als wenn das so einfach wäre. Wie kann ich wäre. Schürfen wäre auch nice. Schürfen muss ich auch lernen. Weil Schürfen. Wir werden später noch Quests haben. Viel auch in Nordmar und auch, ich glaube, in Silden oder Gildern, wo wir schürfen müssen. Und wenn ich Schürfen lerne, was ich ja sowieso machen kann, weil für Schmieden braucht man eh Schmiedekunst. Da kann ich das so mitnehmen für 3 LP. Kriegt man doppelt so viel. Ja. Dazu. Okay. Dazu. Da brauche ich noch 19. Ja gut, dann hauen wir jetzt hier ein bisschen raus. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir starten dann direkt beim besagten Abhang. Also diese Folge war echt voll mit Fails. Ich kann jetzt erstmal wieder nicht auf Kommentare eingehen, weil ich ja jetzt erstmal wieder am Stück aufnehme. Aber ihr könnt schon einfach mal schreiben, falls ihr irgendwas habt. Bitte nicht spoilern, ja, ein paar sind da ein bisschen, haben sich ein bisschen weit aus dem Fenster gewagt. Und ja, ich hoffe, alles ist schön und wir sehen uns dann morgen. Tschüss.